Bei der Premiere der Operette Die Fledermaus im Stadttheater Bad Hall gab es für das Ensemble und das Orchester nach dem Schlussakkord minutenlangen Beifall und Standing Ovations. Die Fledermaus ist das bekannte Spiel um Eifersucht, Neid, Liebe, Niedertracht, Oberflächlichkeit, Dummheit, Intelligenz und Existenzangst. Unter der Regie von Gerald Pichowetz, der auch die Rolle des Gerichtsdieners Frosch spielt, hat das Festival Klang Bad Hall mit diesem schwungvollen Klassiker zur gewohnten Größe zurückgefunden. Viele Melodien der von Johann Strauss komponierten Operette sind längst zu gern gehörten Ohrwürmern geworden. Mein schönes, großes Vogel hat das Lust frei hier. Die Vögel flattern ein und laut und finden frei von dir. Und da die Tiger zügig ein verehrtes Teich bin. Dort oben mit Viertelgas zu sein, dort oben mit Viertelgas zu sein. Verehrtes Teich bin ich bin, was hier zu gefällig ich bin. Viele internationale Stimmen, die sich über die Region hinaus sehen und vor allem hören lassen können, sind in der Fledermaus zu hören. Neben Sophie Klussmann als Rosalinde und Romana Amerling als Adele sowie Roswitha Stracker als Ida überzeugen auch Rita Lucia Schneider als Prinz Orlowski und Eugene Amesmann als Gabriel von Eisenstein. Sagen Sie, wo bekommt man so ein Damenirchen? Beim Damenirchen-Mocherchen. Ebenso brillant Josef Forstner als Gefängnisdirektor, Marco Di Sapia als Dr. Falke, Robert Kohler als Notar Blind und Laszlo Maleski als Gesangslehrer Alfred. Hervorragend auch das Orchester und der Chor unter dem Dirigenten Ernst Heiß sowie das Europaballett St. Pölten. Eine Klasse für sich war Gerald Pichowetz als Frosch. Mit seinen aktuellen Seitenhieben auf die derzeitige politische Szene erntete er oftmaligen Szenenapplaus. Was sagt uns das? In Österreich kann jeder was werden. Bitte jetzt die neue Expertenregierung, da haben wir was. Ich meine, ich verstehe nichts von Politik, aber wenn das jetzt die Experten sind, dann frage ich sie, was waren die, die uns vorher regiert? Wenn man das laut sagt, was die waren, kann man dann verklagt werden. Es ist mir aber wurscht, weil ich kann ja sagen, es ist eine besoffene Geschichte. Bei der anschließenden Premierenfeier gab es von den Besuchern überaus positive Resonanzen. Ja, also wir sind sehr froh und sehr erleichtert, dass die erste große Operettenproduktion im Neichenhaus so toll gelungen ist. Also der ganze Cast, das ganze Ensemble, das Orchester, das Ballett, das alles ergibt ein Gesamtkunstwerk, auf das man wirklich sehr stolz sein kann als Kulturhauptstadt des Bezirks und der Region sozusagen. Es wird hier in Bad Hall immer ganz vorzüglich geschafft, dass die Gegenwart mit in die Stücke aus der Vergangenheit gebracht werden. Also das heißt, tagespolitisches Geschehen wird eingebaut, wird einfach mitverarbeitet sozusagen. Und das finde ich immer grandios. Die Schauspieler und Sänger haben eine tolle Darbietung geleistet. Das Orchester, ja. Also es gibt nur große Komplimente für alle Beteiligten, vom Bühnenbild über die Regie, die Intendanz, alle miteinander haben Großartiges geleistet für diesen heutigen Abend bzw. für die gesamten Festspiele. Ja, wunderbar. Es ist irrsinnig schön, da in der Region so ein Theater zu haben und bei so einer Premiere
dabei sein zu dürfen, ist wunderbar. Ich habe heute das Gefühl gehabt, das war so eine Überlandpartie. Die Choreografie auf die Landgemeinde oder auf die Stadt Bad Hall abgestimmt. Eine herrliche Vorführung. Eine großartige Inszenierung von Gerald. Einfach wirklich ehrliches Theater. Sieht man in der Publikumsresonanz. Sehr gut, sehr pointenreich und sehr schmissig. Sehr gut, wirklich Hut ab. Zum einen muss ich mal sagen, dass das Haus ein ganz tolles Haus ist, dass wir stolz sein dürfen. Nicht nur die Bad Haller, sondern die gesamte Region. Und es ist wirklich heute eine ganz, ganz tolle Inszenierung gelungen. Die Fledermaus, so wie sie war, war einfach fantastisch. Es war wirklich ein ganz, ganz toller Abend für alle. Und das hat man gespürt auch beim Applaus, hat man gespürt auch jetzt in der Feier, wie begeistert die Menschen sind. Und ich kann einfach nur sagen und alle einladen, hier nach Bad Hall zu kommen. Es ist wirklich ganz was Besonderes für Bad Hall, für uns alle. Intendant Ernst Heiß hat mit dem Original aus dem Jahre 1873 neue Maßstäbe gesetzt. Ja, ich bin stolz, das muss ich wirklich sagen. Ich meine, ich habe einfach versucht, das Stück von seinem eigentlichen Charakter her auf die Bühne zu bringen, komödiantisch zu sein, schöne Bilder machen, dass die Leute was für die Ohren haben, gute Sänger, gute Schauspieler engagieren. Mit Gerald Bichowitz haben wir natürlich einen Regisseur, der sehr verspült ist. Hat sich natürlich ins Ensemble übertragen, klarerweise. Das hat man ja auch gemerkt. Und ich sage mal, Eugene Amesmann oder der Marco Di Sappe, wenn die anfangen zum Spielen, oder der Bobby Forstner, da geht richtig was los. Und ich glaube, so gehört die Fledermaus auch gemacht. Regisseur Gerald Pichowitz ist vom neuen Stadttheater begeistert. Auch von der Reaktion des Publikums auf seine schwungvolle Inszenierung. Das Höchste, was ein Österreicher werden kann, ist ein Oberösterreicher. Wesentlich war mir, dass wir ein Art Kammerspiel draus machen, was es ja eigentlich ist, mit sehr viel Humor, mit viel Pointen, mit einer Aktualisierung, und das war es eigentlich. Und das Schönste, weil das ist das Schwierigste, Standing Ovations zum Schluss, im Sommer kriegt man leicht draußen. Aber drinnen ist das schon eine große Ehre vom Publikum an die Protagonisten, das muss man sagen. Noch bis zum 14. Juli steht die Fledermaus am Spielplan des Stadttheaters. Aufführungen sind jeweils am Freitag, Samstag und am Sonntag. Karten gibt es im Bürgerservicebüro der Stadtgemeinde, beim Tourismusverband Bad Hall und im Internet unter www.klangbadhall.at.